können es wirklich offiziell sagen. Immer wenn in meinem Leben irgendwas passiert, dann alles auf einmal. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zur 16. Schwangerschaftswoche. Heute bin ich genau 15 plus 1. Und wie ihr im letzten Vlog gemerkt habt, habe ich wieder mit Pränatal-Yoga angefangen. Und das ist heute auch wieder. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr diesen zweimal in der Woche-Rhythmus machen, weil irgendwie passt das gar nicht in meinen Zeitplan, sondern nur einmal die Woche. Stört mich irgendwie, dass ich da rausgehen muss und dahin fahren muss. Pandemie hat einen irgendwie faul gemacht. Man will alles zu Hause. Zumindest ist es bei mir so. Nach dem Pränatal-Yoga habe ich einen richtig spannenden Termin. Wir gehen zum Architekten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen kann. Aber der Vlog kommt ja Wochen später, zeitversetzt. Und vielleicht waren wir ja bis dahin schon beim Notar und können es wirklich offiziell sagen, wir bauen ein Haus. Es ist so krass. Es ist ein ganz, ganz langer Prozess gewesen, jetzt von insgesamt so 4 Monaten, dass wir das Grundstück gefunden haben. Aber natürlich noch ein viel, viel längerer Prozess. Die letzten Jahre einfach immer online geguckt, was es gerade gibt auf dem Markt und wirklich nie etwas gefunden, was uns zugesprochen hat, beziehungsweise was man sich leisten konnte. Und ja, heute haben wir einfach schon den ersten Architektentermin, um alles zu finalisieren. Wir haben generell schon einen Grundriss, aber der Architekt sagt dann am Ende auch noch so, ob das alles funktioniert oder nicht. Und dann kommt der Bauantrag. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und deswegen habe ich ja auch nicht wirklich geplant, doch so früh schwanger zu werden. Ich habe das wirklich für auf ein paar Monate später geschoben, damit ich einfach in dieser Anfangsphase vom Bauen nicht dieses Schwangerschaftsgehirn habe, was alles vergisst, weil ich vergesse jetzt schon so, so, so viel. Ich schreibe so, so viele Listen, weil ich es sonst alles vergesse. Wir werden das schon packen. Dirk ist da auch voll mit drin. Die Sonne ist noch da. Na gut, aber sie drehen ja jetzt nicht immer nur, wenn die Sonne scheint. Nee, nicht immer, aber meistens nutze ich das aus. Genau. Guten Morgen, wir sind heute nicht in Berlin unterwegs, wir sind in Düsseldorf. In DD, genau. Wir drehen heute tatsächlich mal nicht in Berlin und sind auch ohne Kind unterwegs. Doch, wir haben unseren Werkstudenten. Achso, okay, wir haben unseren Werkstudenten. Aber auf den muss man nicht mehr so aufpassen. Ja, wir versuchen auch so, auch wenn wir kaum Freizeit hier haben, ein bisschen was zu unternehmen. Wir gehen jetzt zum Beispiel zum Asiamarkt. Wir haben extra ein Hotel im Japanviertel, weil anders geht es bei mir nicht. Düsseldorf ohne Japanviertel mache ich nicht mit. Hier sind die ganzen asiatischen Läden. Natürlich hauptsächlich japanisch, da wir im Japanviertel sind. Aber trotzdem, die Auswahl ist riesig. Ich liebe es hier. Und Dirk will jetzt ein Outfit-Foto. Also, sowas haben wir in Berlin nicht. Das ist so krass. Tempos sind schon krass hier. Das ist wie genau in Japan, ey. Takoyaki, Kroketten, Gemüsetempura. Erstmal nur Reis. Aber der Reis ist gut. Es ist tatsächlich sogar noch ein bisschen warm. So frisch ist das. Reis zum Frühstück kann ich nur empfehlen. Sag Hallo in den Vlog. Hallo, okay. Hallo. Das reicht? Reicht. Jetzt was gebracht? Ja, genau. Und ich lade das Bild hoch. Ich kann zum Beispiel auch meinen Preis festlegen. Also kann ich hier einfach selber bestimmen. Oh, Dankeschön. Und hier kam noch ein Tempo an dazu, ne? Ja. Ich mache ein Foto. So, wir sind jetzt von unserer
Reise zurück, unserer Geschäftsreise. Und wir haben natürlich... Moment, ich esse nur ohne Schaf. Du darfst auch Guave essen. Und wir haben natürlich ein Mitbringsel aus dem Japanviertel für unseren Sohn. Guck mal, Papa. Wow. Jogon. Eide? Dorimond. Dorimond, du, ne? Mama, Jogon. Wow, Papa. Wow. Hast du es dir gewünscht? Ja, ja. Ich esse hier gerade übrigens so tropisches Obst. Meine Mutter hat mir hier eine Guave gegeben. Also Mini-Mango haben wir hier. Super schön, sauer und knackig. Indische Jujube und Guave und natürlich Chilisalz. Vielleicht würde man denken, das wäre jetzt mein Craving oder mein Schwangerschaftsgelüst. Aber ich esse das, auch wenn ich nicht schwanger bin. Das ist halt einfach zu gut, ne? Heute ist ein besonderer Tag. Nicht für mich und auch nicht wirklich für Dirk, aber für unseren Sohn. Wir wissen nämlich mittlerweile seit 5-6 Tagen das Geschlecht, weil Dirk mal wieder, beziehungsweise auch diesmal war es wir, nicht warten können. Aber ne, Dirk ist immer der so mit überraschen lassen, aber dann, wenn es drauf ankommt, sag es mir. Wir haben aber schon eine Torte bestellt für heute. Und wir wollten uns eigentlich selber überraschen lassen, aber wir wissen es ja schon. Deswegen wird heute quasi nur unser Sohn überrascht. Wir haben ihn schon ganz oft gefragt, beziehungsweise er wurde immer gefragt, ob er denn eine Präferenz hätte. Und seine Antwort war immer, beides. Kannst du nicht bitte zwei Babys haben? Ich meinte, zwei Babys geht leider nicht. Aber ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, er wird sich nur auf die Torte freuen. Und der Rest ist egal. Da ist das gute Stück drin und je nach Geschmackssorte ist es dann das jeweilige Geschlecht. Keine Farbe. Ich weiß gar nicht, wie ich sie rausholen soll. Das war meine Chance, so eine schöne Torte zu kriegen, weil ich sehe die immer auf Social Media. Und warum nicht eine Torte essen? Bis wir noch warten, bis unser Sohn aufsteht. Ich blende euch mal meine Inspo ein. Die Inspo war minimal anders, aber sie meinte, sie kann nur mit den Sachen arbeiten, die sie hat. Mit den Spritztüten, die sie hat. Und das ist das geworden. Okay. Bist du gespannt? Ja. Jetzt ein Junge. Juhu, ein Junge. Also, ich glaube, Außenstehende würden sagen Mädchen wegen den ganzen Farben. Aber wir haben uns entschieden für Vanille, Junge und Coco Pandan. Also grün wäre Mädchen gewesen. So messy sieht das übrigens aus, wenn man diesen komischen Trend mit diesem Weinglas macht. Aber ich bin froh, dass ich das einmal im Leben machen durfte. Das Wichtigste ist doch, dass die Torte schmeckt, oder? Ja. Noch mehr. Wir haben heute Woche 15 plus 6 und ich gehe heute wieder zur Frauenärztin, aber ohne Dirk als Begleitung. Mein Sohn wird mich heute begleiten, einfach weil er hat noch eine verstopfte Nase und wir schicken ihn so nicht in die Kita, auch wenn er super aktiv und gesund ist, bleibt er zu Hause und darf mit mir Babyhorchen gehen. Er freut sich ganz, ganz, ganz doll. Dirk muss leider zu Hause bleiben und arbeiten, weil wir heute unbedingt ein Video online stellen möchten. Aktuell muss ich sagen, geht es mir endlich langsam gut. Ich glaube, ich bin so langsam im zweiten Trimester so richtig angekommen. In dem Trimester, wo einfach nicht viel passiert. Es ist einfach das Trimester, wo man entspannen könnte oder sollte im Idealfall. Und ich habe ja zum Beispiel in 2 Wochen schon meine Reise nach Korea mit meiner Schwester. Das werde ich auf jeden Fall richtig, richtig genießen. Und Symptome weiß ich jetzt nicht. Also Übelkeit ist 90% weg. Sie ist aber noch so unvorhersehbar. Ich weiß nicht, an welchen Essen oder Lebensmittel es überhaupt liegen könnte. Es ist einfach richtig
wahllos, sag ich mal. Ich esse was und vielleicht ein, zwei Stunden später geht es mir davon schlecht, aber vorgestern ging es mir davon zum Beispiel nicht schlecht. Aber es ist schon viel, viel, viel besser. Ich muss aber sagen, dass ich mich sehr, sehr müde fühle. In der ersten Schwangerschaft war ich noch sehr, sehr fit, aber jetzt fühle ich mich schon irgendwie hochschwanger. Obwohl ich erst in der 16. Woche bin, fühle ich mich, als wäre ich am Ende. Aber nur so, was halt Bewegung und Aktivität angeht. In der ersten Schwangerschaft ist es ja immer noch so, dass man quasi immer noch nur zu zweit ist. Dirk und ich alleine. Und man kann trotzdem immer noch machen, was man möchte. Man hat immer noch seine ganz eigenen Gedanken, macht sich nicht zu viele Sorgen, hat keine Verpflichtungen. Und jetzt ist es doch ganz, ganz anders. Und ich war darauf eigentlich schon eingestellt. Viele sagen, schwanger sein ist nicht das Problem. Schwanger sein mit Kleinkind ist die Herausforderung. Okay, wir sind wieder zurück. War alles super. Wachstum super, Bewegung super. Alles gut. Unser Sohn war super, super brav bei der Frauenärztin. Sie hat gesagt, er darf gerne wiederkommen, weil er so, so, so unnormal brav war. Und für ihn war eigentlich alles spannend, außer das Baby angucken, weil es war dann doch schwarz-weiß und das findet er natürlich langweilig. Und er konnte auch nichts wirklich erkennen. Ne? Als Kind weißt du einfach nicht, wie ein Ultraschallbild aussieht. Aber alles andere war spannend. Blutdruck abnehmen, wiegen lassen, alle Geräte. Die Frauenärztin war auch spannend. Die Untersuchung war ansonsten tippitoppi. Habe auch das Go bekommen, dass ich da nach Korea reisen darf. Nur noch die Empfehlung, dass ich vielleicht so eine Kompressionsstrumpfhose Klasse A kaufe, die frei erwerblich ist in der Apotheke. Ich glaube, es gibt noch Kompressionsstrumpfhosen Stufe 2, aber die muss man sich verschreiben lassen und die müssen auch angefertigt werden. Aber sie meinte, das brauche ich nicht, muss mich einfach nur im Flugzeug ein bisschen bewegen. Ich freue mich sehr, sehr doll. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Dune-Premiere und es ist ganz spannend, weil den ersten Kinofilm, den Dirk und ich nach der ersten Geburt zusammen geguckt haben, war Dune 1. Da waren wir auch auf der Premiere. Und es ist einfach ein Muss, dass wir zu Dune 2 Premiere gehen heute. Immer gratis, wa? Dankeschön. Die Kinopremiere gestern war richtig, richtig toll. Es fühlt sich immer wieder sehr besonders an, wenn man auf eine Premiere gehen darf. Einfach als erste Menschen in Deutschland 3 Tage bevor der Film in die Kinos kommt, zu schauen. Und wir fanden ja auch schon den ersten Film super toll. Dieses Mal ist sehr, sehr viel Action passiert. Man kennt es ja so von Trilogien, dass es auch Teile gibt, wo viel von der Geschichte drumherum erzählt werden muss. Aber in diesem Teil, finde ich, ist sehr, sehr viel passiert. Ich kann es euch also dementsprechend nur empfehlen, vor allem, wenn ihr den ersten Teil ohnehin gemocht habt, dann wird der zweite Teil einfach ein Muss. Heute bin ich tatsächlich auch schon mit der 16. Woche rum. Das bedeutet, der Vlog hier neigt sich langsam dem Ende. Was ich gestern noch von der Frauenärztin mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass ich nichts zugenommen habe. Bis jetzt ist immer noch die Gewichtszunahme von Anfang bis jetzt 1 Kilo. Was auch vollkommen im Rahmen ist. Ich wollte auch an der Stelle noch erwähnen, dass ich habe tatsächlich ja auch schon vor der Schwangerschaft 4 Kilo zugenommen. Aber das war so innerhalb von einem Jahr oder so. Das ist ja ganz normal, dass man im Leben so Phasen hat, wo man einfach zunimmt, Phasen hat, wo man abnimmt. Und ich hatte zufälligerweise vor der Schwangerschaft so eine Phase, wo ich zugenommen habe. Deswegen ist auch alles vollkommen
im Rahmen. Wenn man einen gewissen BMI hat, dann ist da sehr viel Spielraum. Ich könnte nichts zunehmen in der Schwangerschaft, das wäre auch noch vollkommen im Rahmen. Ich könnte aber auch 15, 17 Kilo zunehmen wie in der ersten Schwangerschaft und das wäre auch noch vollkommen okay. Da muss man sich nicht allzu viele Gedanken machen, aber immer so ein bisschen Rücksprache mit der Frauenärztin, beziehungsweise sie sagt wahrscheinlich erst was, wenn es überhaupt auffällig ist. So Gespräche über Gewicht oder Zunahme haben wir noch gar nicht gehabt. Deswegen ist das nichts, worüber ich mir Gedanken machen muss. Baby wiegt 134 Gramm. Wahnsinn, oder? Es ist einfach unvorstellbar, weil mittlerweile ist das Baby 16 cm lang. Aber es wiegt nur 134 Gramm. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber bald kommt die Zeit, wo das ganz, ganz schnell zunimmt. Wo dann innerhalb einer Schwangerschaftswoche das Baby sich einfach verdoppelt. Und ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich fand, der war auch wieder sehr actionreich. Und es hört auch nicht auf, gefühlt. Immer wenn in meinem Leben irgendwas passiert, dann alles auf einmal oder nichts. Und wir sind gerade in der Phase alles auf einmal. Deswegen, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall jetzt nachholen, denn hier passiert eine ganze Menge. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns auch schon nächste Woche. Tschüss!